Lassen Sie uns, bevor wir da noch weiterdenken in diese Richtung, erstmal zu den 7 Thesen kommen, die, wie ich schon gesagt habe, relativ gut und kompakt erklären, was es mit diesem Sozialisationskonzept auf sich hat. Also die umreißen dieses Sozialisationskonzept in 7 schönen, kurzen, knackigen Thesen. Da kann man sich das ganz gut vorstellen. Ich habe Ihnen hier die ersten 3 schon mal mitgebracht, aber die schauen wir uns gleich nochmal detailliert an. Sie finden das übrigens auch in diesem Buch, das nicht nur in der Bibliothek steht, wenn Sie es ein bisschen ausführlicher haben wollen, sondern auch in Ihrem Moodle-Kurs. Da habe ich Ihnen gerade die wesentlichen Passagen, dazu gehören auch die 7 Thesen. Also wenn Sie das, was ich gerade erzähle, noch mal ein bisschen ausführlicher nachlesen wollen, dann können Sie das im Moodle-Kurs auch den Text finden. Und vorher muss ich noch sagen, das hatte ich ja schon mal kurz angedeutet, dass wir es natürlich, wann immer wir es mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Gesellschaftsentwicklung im Rahmen dieses wissenschaftlichen Konstrukts Sozialisation zu tun haben, dass wir zwangsläufig die Komplexität reduzieren müssen. Das heißt also, wann immer Sie sich an diesen Thesen stoßen, Sie vielleicht sagen, ja, ist das in jedem Fall so? Kann man das denn allgemein so sagen? Dann sind Sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Denn diese Thesen versuchen zunächst einmal etwas sehr Komplexes einfach darzustellen. Und bei dieser einfachen Darstellung, bei dieser Komplexitätsreduktion, geht natürlich immer auch ein Stückchen Realität verloren. Mit dem Ziel, es leichter zu erklären. Das heißt also, wenn Sie die Thesen hinterfragen, dann sind Sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Lassen Sie uns mal probieren. Wir fangen mit der ersten These an. Sozialisation vollzieht sich in einem Wechselspiel von Anlage und Umwelt. Mit Anlagen ist der Genotyp eines Menschen gemeint. Und die genetischen Anlagen bestimmen erstmal grundsätzlich Entwicklungspotenziale, man könnte auch sagen Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt also, die Gene beeinflussen das Verhalten und damit auch die Persönlichkeit des Menschen, aber eben nicht in direkter Art und Weise. Also man könnte sagen, die Gene bilden erstmal einen Möglichkeitsraum, in diesem Raum sich dann die Persönlichkeit entwickeln kann. Und das hängt natürlich dann in hohem Maße von der Umwelt ab. Und mit der Umwelt sind, das hatten wir ja vorhin schon kurz skizziert, sind eben soziale, physisch, materielle Umweltbedingungen. Das heißt also, diese Umweltbedingungen können genetische Dispositionen freilegen, überdecken, aber eben auch das Gegenteil, nämlich eindämmen. Und in welchem Verhältnis die genetischen Anlagen und die Umwelt individuelle Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst, das ist tatsächlich etwas, was wissenschaftlich immer noch mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Wir wissen es nicht. Da gibt es ganz interessante Studien, gerade mit Zwillingen. Und wenn Sie Zwillinge im Freundes- oder im Bekanntenkreis haben, dann kennen Sie das wahrscheinlich auch. Menschen, die sich eigentlich über, gerade wenn es eineiige Zwillinge sind, über identische Anlagen verfügen, da sprechen wir ja eben genau von demselben Genpool, aber doch total unterschiedlich sind. Unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Interessen und man immer noch nicht so richtig weiß, warum ist das eigentlich so? Denn die meisten Zwillinge sind ja auch in derselben Familie aufgewachsen, das heißt, hatten in der Regel auch erstmal, zumindest in den ersten Jahren, identische Umweltbedingungen. Aber, und da sehen Sie, wahrscheinlich eben doch nicht identische Umweltbedingungen. Und da, gerade bei diesen Zwillingsstudien bekommt man ein Gefühl dafür, wie komplex und wie fein eine solche Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Vielleicht war es einmal der Vater oder die Mutter, die dann zu dem einen Zwilling sagte, oh, dieses Bild hast du aber toll gemalt.
und dass dass letzten Endes vielleicht sogar eine Berufsentscheidung mitprägt. Oder das einmal nicht gesagt, wie auch immer. Aber Sie sehen, das heißt also erstmal als Arbeitsthese bleiben wir an dieser Stelle. Wir haben, und das mit der Schnittmenge ist eigentlich, das ist auch eine Komplexitätsreduktion, ne? Also da wir eben nicht wissen, wie das Verhältnis ist, kann es durchaus auch nochmal verschoben sein. Also das bitte nicht so ernst nehmen, aber erstmal so die These können wir mal stehen lassen. Es geht um das Zusammenspiel von Anlage, also Genen und Umwelt, äußere Einflüsse, soziales Umfeld, materielles Umfeld. Also, das war die erste These, zweite These. Sozialisation ist der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in wechselseitiger Abhängigkeit von den körperlichen und den psychischen Grundstrukturen und den sozialen und physikalischen Umweltbedingungen. Sie merken, es wird langsam ein kleines bisschen komplexer. Das heißt also, jetzt geht es eben nicht nur um die Anlage und die Umwelt, sondern hier differenziert Hogelmann in die körperliche und in die psychische Grundstruktur und in die sozialen und physikalischen Umweltbedingungen. Und die kann man, das ist vielleicht auch noch eine interessante Erkenntnis, steht da nicht, aber ist im Prinzip ein wichtiger Punkt, dass man diese körperlichen und psychischen Grundstrukturen nicht ausschalten kann. Also die wirken eigentlich immer und ohne tatsächliche Möglichkeit der Beeinflussung. Und wie sie wirken, ist hochgradig subjektiv. Und tatsächlich, das ist der Grund dafür, warum hier in diesem Raum 400 Individuen sitzen. Keine, keiner von ihnen gleich dem anderen. Weder von ihrer Einstellung, noch vom Aussehen und so weiter. Und das hat was mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet die Veränderung wesentlicher Elemente dieses Gefüges von individuellen Merkmalsbesonderheiten im Verlauf des Lebens. Das bringt es, finde ich, ziemlich gut auf den Punkt. Und wesentliche Voraussetzung ist, dass wir grundsätzlich lernfähig sind. Das ist ein Begriff, den Sie vielleicht gerade jetzt im Studium aus anderen Kontexten kennen. Lernen meint hier tatsächlich mehr nur als das Lernen in der Schule, sondern jegliches Lernen. Wir lernen immer. Es geht nicht ohne. Wann immer wir etwas machen, womit wir Erfolg haben, lernen wir, dass das etwas ist, womit wir Erfolg haben. Wenn wir lernen, womit wir keinen Erfolg haben, lernen wir, dass das kein Erfolg ist und haben auch entsprechend etwas gelernt. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass wir lernfähige Wesen sind. Und wenn dieses im Wechselspiel von Umwelt und Anlagen erfolgt, dann müssen wir entsprechend auch umweltbezogene Wesen sein. Jetzt denken Sie, was meint er mit umweltbezogene Wesen? Stellen Sie sich einfach vor, ein Tier als ein umweltbezogenes Wesen verglichen mit einem Stein. Wenn Sie sich auf einen Vogel zubewegen oder auf ein Reh, dann wird dieses Tier abhauen, weil es erkennt, dass Sie vielleicht etwas im Schilde führen. Vielleicht auch nicht. Aber das meine ich mit Umweltbezug. Währenddessen der Stein, der bleibt liegen. Das heißt also, Voraussetzung ist Umweltbezogenheit und Lernfähigkeit. Und Menschen können beides. Und das nur tatsächlich, dass Sie die Begriffe mal gehört haben. Persönlichkeitsentwicklung würde man, wenn Ihnen die Begriffe eher geläufig sind, dann können Sie es entsprechend leichter verknüpfen. Persönlichkeitsentwicklung würde man zum Beispiel in der biologischen oder anthropologischen Forschung würde man den Begriff der Ontogenese benutzen und in der psychologischen Forschung
würde man den Begriff der Psychogenese nutzen. Und wenn es um die Lebensgeschichte geht, dann sprechen wir in der Forschung von Biografie. Aber all das zusammengenommen heißt sozusagen unter dem Haupttitel Persönlichkeitsentwicklung. Kleine Ergänzung nochmal. Denken wir an das Schaubild zur inneren und äußeren Realität. Die innere Realität, und da hat Hurlmann das nochmal aufgeschlüsselt, ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann, da geht es zunächst um genetische Veranlagung, körperliche Konstitution, Intelligenz, Temperament und Grundstrukturen der Persönlichkeit. Und bei der äußeren Realität, um das mal nochmal ein bisschen plastischer zu bekommen, da geht es zum Beispiel um die Familie, Freundesgruppen, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Schule zum Beispiel. Aber eben, er nennt das Massenmedien, ich werde mich damit gleich nochmal kritisch auseinandersetzen. Nehmen Sie das Massen in Klammern, ich habe jetzt die Grafik nicht verändert, sondern sprechen Sie eher hier an der Stelle von Medien, aber natürlich auch Arbeitsbedingungen und Wohnbedingungen und viel, viel mehr. Um das mal so ein bisschen noch mit praktischen Beispielen zu füllen. Und damit kommen wir schon zur dritten These. Sozialisation ist der Prozess der dynamischen und produktiven Verarbeitung der inneren und äußeren Realität. Okay, also, wir müssen nicht nur umweltbezogen sein und müssen lernfähig sein, wir müssen quasi auch lernwillig sein, nämlich bereit, das produktiv zu verarbeiten für uns. Und produktiv meinen Sie, wenn Sie von Produktivität sprechen, etwas Aktives, etwas Prozesshaftes. Das heißt also, dass keine passive Informationsverarbeitung erfolgt, sondern tatsächlich aktive Tätigkeit, Handeln zum Beispiel. Und was vielleicht auch noch wesentlich ist, dass das nicht immer unbedingt im vollen Bewusstsein geschehen muss. Und das ist die Besonderheit des menschlichen Gehirns, dass wir uns aber trotzdem all das, was uns widerfährt, all das, was uns widerfahren ist, wir uns bewusst machen können. Das heißt, ich kann darüber nachdenken, dass ich Ihnen gerade etwas erzähle. Und Sie können darüber nachdenken, jetzt wird es gleich kompliziert, aber das lassen wir jetzt. Aber das heißt, wir haben die Möglichkeit, als eine der wenigen Lebewesen auf diesem Planeten, die Möglichkeit, durch unser Gehirn uns jegliches Handeln bewusst zu machen. Das Reh, von dem ich vorhin gesprochen habe, das abhaut, wenn Sie sich auf das Reh zubewegen, das weiß vielleicht gar nicht, warum es vor Ihnen abhaut, es fühlt sich irgendwie nur besser an, vielleicht für das Reh, wer weiß. Aber wir können darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, jetzt in der Situation lieber stehen zu bleiben oder wegzurennen. Das meine ich damit, dass wir uns jegliches Handeln bewusst machen können. Und dann in dem Moment natürlich auch bewusst machen können, warum wir uns typischerweise in dieser Situation so verhalten und in anderen Situationen so verhalten, mit der Befähigung, dann in dem Moment auch sich absichtlich anders zu entscheiden. Also wir könnten sogar uns bewusst machen, üblicherweise renne ich weg, wenn jemand kommt, wenn das Reh hinter mir her ist. In diesem Fall bleib ich stehen. Und das sogar begründen. Und das ist, wenn man das mit anderen Lebewesen, die lernfähig sind übrigens und auch umweltbezogen, das ist nochmal eine Besonderheit des Menschen. Das heißt also, da spricht man von einer produktiven Verarbeitung. Das heißt also, nicht nur, es entwickelt sich nicht nur eine Persönlichkeit, sozusagen es gibt diese äußeren Einflüsse und dann entwickelt sich die Persönlichkeit quasi nach Schema F, sondern Sie entscheiden selbst mit über die Persönlichkeit.
Und das meint eben dieses Prozesshafte. Also das Prozesshafte, das Produktive. Ja. Dann nochmal zu der Folie zurück, die Sie schon kennen. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, an dem ich ganz gut die dialektische Beziehung zwischen dem Subjekt und der gesellschaftlich vermittelten Realität erklären kann. Das ist nämlich genau das, was ich gerade eben beispielhaft versucht habe zu erklären. Und das ist tatsächlich auch in der Forschung, auch in den Theorien, die ich eben Ihnen gezeigt habe, in diesem großen Schaubild, ist es eben nicht in allen diesen Theorien genauso beschrieben, wie ich es gerade beispielhaft erklärt habe, nämlich diese produktive Verarbeitung, eben dieses dialektische Verhältnis, diese dialektische Beziehung zwischen Subjekt und eben Umwelt, um es mal kürzer zu sagen. Und das sieht man hier relativ gut in diesem Schaubild vom Psychologen Montana, der das mal zusammengefasst hat, und zwar, der das unterschieden hat nach einer aktiven Umwelt, an einer passiven Umwelt und einem aktiven Subjekt und einem passiven Subjekt und da entsprechend hier die Theoriefamilien benannt hat. Ich zeige Ihnen mal diese Folie, in der sind dann noch ein paar Beispiele enthalten, in denen es vielleicht für diejenigen von Ihnen, die aus den Psychologievorlesungen oder aus der allgemeinen Pädagogik da vielleicht schon Anknüpfungspunkte haben, dann kann man das entsprechend leichter verbinden, finde ich. Also das sind die Theoriefamilien und einige von denen kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Und oben sind nochmal die Familien benannt, also die endogenetistische, die exogenetistische Selbstgestaltung und die interaktionistische. Also die endogenetistische besagt, dass wir von einem passiven Subjekt ausgehen, also eben nicht diese produktive Verarbeitung innerhalb des Subjekts und eben von einer relativ passiven Umwelt ausgehen. Das kennt man so Reifemodelle zum Beispiel aus der Psychologie, das sind in der Regel ältere Theoriemodelle, in denen, also jetzt mal salopp gesagt, in denen sich so das Subjekt entsprechend einfach so dahin entwickelt. Ja? Im Extremfall auf der anderen Seite sind wir bei den interaktionistischen Theorien. Da ist sowohl die Umwelt als auch das Subjekt aktiv. Das heißt also, da haben wir die produktive Verarbeitung des Subjektes und da haben wir auch eine extrem aktive Umwelt, was eigentlich nur heißt, dass sich die Umwelt stetig weiterentwickelt, stetig verändert. Wenn wir heute auf unsere Gesellschaft blicken, dann glaube ich, sind wir am ehesten bei den interaktionistischen Theorien oder anders gesagt, man könnte mit den interaktionistischen Theorien etwas, was wir heute unter Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaftsentwicklung verstehen, wahrscheinlich am besten erklären. Weil wir haben eine dynamische Umwelt, wir haben eine Umwelt, die in hohem Maße, und zwar ständig, von uns allen geprägt wird. Und wir haben entsprechend Subjekte, die in ganz besonderer Weise dieses prozesshafte Persönlichkeits-, also dieses produktive Verstehen und tatsächlich auch forcieren. Also wenn wir schauen, wie wir heute Bildungsentscheidungen treffen zum Beispiel, wie wir versuchen, für uns selbst, für unsere Kinder, aber und so weiter, versuchen, die besten Startmöglichkeiten zu schaffen. Wir versuchen, reflektiert uns weiterzuentwickeln, uns selbst zu finden und so weiter und so weiter. Also das heißt, all das sind Indizien dafür, dass dieses Prozesshafte, das ich eben gerade beschrieben habe, von uns allen sehr, sehr aktiv genutzt wird. Wenn Sie jetzt vergleichen beispielsweise, ich weiß nicht, wenn Sie mit Ihren Urgroßeltern oder Großeltern sprechen und
da vielleicht manchmal auch den Satz hören, ach ja, weiß, das war damals so. Man hat das dann so gemacht oder wir haben das dann so gemacht. Da merken Sie, was ich mit diesem Shift, mit dem, wie wir heute unser Leben anpacken, wie wir heute unser Leben begreifen, ist durchaus etwas anderes. Also selbst wenn wir über eine relativ kurze Zeitspanne sprechen. Sprechen Sie mal mit Ihren Großeltern darüber, das ist interessant. Und achten Sie mal auf diese Feinheiten. Einfach in den, wie Dinge versprachlicht werden. Ach ja, das war damals halt nicht so. Ne? Heute ist vieles leichter. Und wir würden sagen, hey, wir machen es einfach. Ja? Nicht immer geht das, aber da komme ich gleich drauf. Das heißt also, im Bezug auf die Erklärung, wie wir unser heutiges Verhältnis beziehungsweise dieses dialektische Verhältnis zwischen Umwelt und Subjektbildung, da helfen tatsächlich die Selbstgestaltungstheorien und die interaktionistischen Theorien am meisten weiter. Und das führt uns eben auf ein noch neueres Begriffsverständnis, aktuelles Begriffsverständnis von Sozialisation. Sozialisation wird nämlich nicht mehr nur ausschließlich mittels Verinnerlichung, Sie erinnern sich, das war das Zitat von Emil Durkheim, Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen verstanden, sondern als selbsttätige und selbstorganisierte Aneignung von kulturell und sozial vermittelten Angeboten. Und ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Aneignung, weil nämlich da merken Sie allein schon, in der Begrifflichkeit steckt drin, es geht nicht darum, dass Ihnen eine Umwelt begegnet, die Sie entsprechend annehmen oder auch nicht annehmen, ne? Sondern Sie sind aktiv dabei, sich diese Umweltangebote, heißt es hier auch, sich diese Umweltangebote aktiv anzueignen. Und zum Aneignen gehört es auch aktiv zu lassen. Genauso. Geht auch. Das heißt also, Entwicklung und Sozialisation wird als selbstgesteuerter Prozess verstanden. Auch durch die Wahl der sozialen und materiellen Umwelt, durch zweitens die subjektive Wahrnehmung und Interpretation der Umwelt und drittens durch die Modifikation und Gestaltung der materiellen sozialen Umwelt. Theoretisch. Denn, und da muss man durchaus nochmal kritisch an dieser Stelle innehalten, denken Sie an die erste These zurück. Es geht um die Anlagen, es geht um die Umwelt. Nicht alle haben leider, auch nicht in diesem Lande, die Möglichkeiten, so selbstgesteuert mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung umzugehen. Was ich meine, sind soziomaterielle Unterschiede, sozioökonomische Unterschiede. Nicht jeder wird beispielsweise in einer Familie groß, in der man alle Möglichkeiten hat, beispielsweise in der es durchaus okay ist, dass man studiert. Studieren kostet erstmal Geld, wir kennen das. Und nicht in jeder Familie ist das ganz selbstverständlich, dass das geht. Und das muss man an dieser Stelle bei der ganzen Begeisterung für, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können, dass wir in der Lage sind, einfach selbst unsere Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, dass nicht alle die Möglichkeit dazu haben. Und aber auch das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Also sich dafür einzusetzen, dass alle die besten Startmöglichkeiten haben. Eine gute Voraussetzung zum Beispiel ist, sehr viele von Ihnen haben sich für pädagogische Berufe entschieden, wollen Lehrerinnen, wollen Lehrer werden. Sie sind diejenigen, die dann in dem Moment etwas aktiv dafür tun können, dass auch beispielsweise Kinder, Jugendliche aus Elternhäusern, die sozioökonomisch nicht ganz so gut gestellt sind, trotzdem eine gute Ausbildung kriegen. Um eben, und damit kommen wir zum Ziel sozusagen, des Ganzen, um eben gesellschaftlich handlungsfähig zu werden. Das ist der wesentliche Punkt.
Das heißt also, eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung setzt eine gute Passung zwischen den Anlagen einer Person und seiner Umwelt, also man könnte sagen, den äußeren Lebensbedingungen voraus. Und klassischerweise sind die wichtigsten Vermittler oder man könnte das sagen, Erschließer dieser äußeren Realität sind dann die primären Sozialisationsinstanzen, das sind im Wesentlichen dann die Familien oder auch Peers, also diejenigen, die im primären Nahverhältnis. Und dann gibt es natürlich noch weitere Instanzen innerhalb der Gesellschaft, auch die die Gesellschaft erfunden hat, wie beispielsweise die Schule, weil sie eben der Überzeugung ist, es kann nicht alles die Familie leisten. Und das kann man sich hier in diesem Schaubild noch mal ein bisschen genauer anschauen. Sie sehen, es ist auch tatsächlich so vergilbt, es ist ein älteres Schaubild mit Absicht. Das ist aus dem Buch aus 1980 von Hugelmann. Das mehr oder weniger wurde das bis 2006 so abgedruckt. Und der Klaus Hugelmann geht davon aus, dass Persönlichkeitsentwicklung, wie unten dargestellt, im Wesentlichen durch die primäre Sozialisationsinstanz, also Familie, die Peers, die engere Verwandtschaft bestimmt wird. Und dann erst in einem zweiten Schritt durch die sekundären Sozialisationsinstanzen, zum Beispiel Kindergarten ist ein Beispiel, aber auch natürlich auch Schule, andere Bildungseinrichtungen im weiteren Sinne. Und dann gibt es noch die tertiären Sozialisationsinstanzen, die sind sozusagen nochmal nachgelagert dessen. Und da haben Sie Freizeitorganisationen, Medien, nennt er das, und Gleichaltrige. Ja, und jetzt sind wir ja hier in der Einführung in die Medienpädagogik. Jetzt steht da Medien an dritter Stelle. Bei den Tertiären. Und ursprünglich stand da auch Massenmedien. Wenn wir uns aber die Realität anschauen, denke ich immer, sind die Medien da eigentlich an der richtigen Stelle? Denn wenn wir uns die Realität anschauen, heute in der Familie oder auch in der Schule, dann kommt doch kaum eine Familie, kaum eine Bildungseinrichtung ohne Medien aus. Was er damit sagen will, oder er will damit sagen, mit dieser tertiären Ebene, will er damit sagen, dass Medien eben nicht die Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung, also die Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung haben, wie sie beispielsweise Eltern haben, Vater und Mutter, Geschwister. Stimmt. Aber wenn wir uns mal die Realität anschauen, und da müssen wir vielleicht noch mal kurz in die Vergangenheit schauen, in der diese Grafik entstanden ist, in der dieses Diagramm entstanden ist. Es war 1980. Wer damals von Ihnen schon lebte und sich noch erinnern kann, weiß, dass 1980, vielleicht kennen Sie es auch von Ihren Eltern oder Großeltern, weiß, dass 1980 das Medienensemble in einem Haushalt, in einer Familie etwas ganz anderes war, als wir es heute kennen. Damals waren Medien in einem Kinderzimmer zum Beispiel ein Kassettenrekorder, das sind diese Teile, die immer Bandsalat verursacht haben, vielleicht eine Schallplatte und ein Buch. Und wenn man diese Medien meint, dann glaube ich, würde ich die auch in der tertiären Sozialisationsinstanz verorten. Aber wenn wir uns heute die Medien anschauen, dann glaube ich, sind sie nicht mehr nur in der tertiären Sozialisationsinstanz. Ich will dem aber jetzt nicht weiter vorgreifen, weil in der nächsten Veranstaltung geht es ja um die Medienentwicklung, nämlich die gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung. Und da werde ich darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen. Nur vielleicht schon mal vorab, so als Hinweis, das liegt tatsächlich daran, dass wir es mit einer
nicht nur mit einer Entwicklung von Gesellschaft zu tun haben, sondern auch mit einer Entwicklung von Gesellschaft, die durch Medien stattgefunden hat und die gerade eben entsprechend auch unser Verhältnis zu Medien oder auch sozusagen die Position, wie wir Medien als Umweltangebote wahrnehmen, sich komplett geändert hat. Und wenn man nur beispielsweise die Tatsache berücksichtigt, dass zu dieser Zeit, als diese Grafik entstanden ist, war es einer einzelnen Person nicht möglich, eine größere Gesellschaft zu erreichen. Es sei denn, sie haben sie auf den Marktplatz gestellt und laut geschrien. Dann kamen aber meist irgendwelche Menschen mit diesen Jacken, die hinten zusammengebunden sind. Ja? Heute können sie alles im Netz teilen. Das allein hat die Gesellschaft enorm verändert. Ich sehe das eher als Potenzial, dass jede und jeder von uns sich entsprechend in diese Gesellschaft hinein artikulieren kann. Im Kontext von Fake News und so, das wird es dann problematisch diskutiert. Aber erstmal ist es doch ein unglaubliches Potenzial, dass es die Möglichkeit gibt, für jeden, der etwas Wichtiges zu sagen hat, auch entsprechend gehört zu werden. Kommen wir dann zu einem anderen Problem, nämlich dem Problem der Aufmerksamkeitssteuerung. Aber gut, das alles in der nächsten Woche. Erstmal an dieser Stelle, wir stellen fest, Sozialisationsinstanzen unterscheiden sich nach ihrer Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist natürlich erstmal das Allerwichtigste, was wir haben, ist die innere Verwandtschaft, ist die Familie und dann natürlich mindestens ähnlich wichtig die Schule und Bildungseinrichtung, Kindergarten und so weiter. Und die Medien, darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Woche nochmal genauer. Wir kommen zur fünften These. Nicht nur die Sozialisationsinstanzen haben nämlich Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch andere soziale Organisationen und Systeme, die in erster Linie Funktionen für Arbeit, Freizeit, Unterhaltung und soziale Kontrolle erbringen. Also ein Punkt, den wir eigentlich schon angesprochen haben. Also hier wird die Arbeitswelt aufgegriffen, aber eben auch Kontexte, die wir eher so mit Freizeit in Verbindung bringen würden, die aber natürlich auch eine Relevanz für die Persönlichkeitsentwicklung haben. Man könnte jetzt hier weiter, das Sie auf der vorherigen Folie auch schon gesehen haben, man könnte noch Wirtschaft, Politik, Religion, Krankenversorgung und so weiter, all das, das Wissenschaftssystem zum Beispiel auch noch, könnte man entsprechend auch noch nennen, die Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also, alle diese Systeme verfügen über, man könnte sagen, über eine sozialisierende Wirkung, also über persönlichkeitsprägende Wirkung, beeinflussende Wirkung, obwohl sie gar nicht spezifisch für eine Persönlichkeitsentwicklung entwickelt wurden. Das heißt, das Wissenschaftssystem hat Auswirkungen auf uns, Politik hat Auswirkungen auf uns, Wirtschaft hat Auswirkungen auf uns. Aber anders als die Schule beispielsweise oder das Bildungssystem oder auch der Zusammenschluss einer Familie sind sie nicht dazu, haben sie Einfluss, obwohl sie nicht dafür institutionalisiert wurden. Also die Schule hat im Wesentlichen den Auftrag zu qualifizieren und, das wissen die wenigsten, qualifizieren kennen wir alle, aber auch zu sozialisieren. Heißt also, Sozialisationsfunktion der Schule ist neben der Qualifikationsfunktion ein ganz wesentliches Merkmal. Heißt, die Schule wurde zur Sozialisation, natürlich auch zur Qualifikation, das gehört dazu. Sie sehen, das könnte man schwer trennen, initiiert. Ich habe ja gesagt, wir stellen die Thesen ganz, ganz kurz vor und deswegen gleich zur nächsten These, zur sechsten These. Persönlichkeitsentwicklung besteht lebenslang aus einer nach Lebensphasen spezifischen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Lebenslang, da denkt man immer an was anderes und das ist dann häufig nicht so positiv konnotiert. In diesem Fall ist es tatsächlich positiv, nämlich, dass wir in der Lage sind, als Menschen lebenslang zu lernen. Es hört nicht auf. Und das ist gut so. Das heißt also,
Wir sind nicht nur stets Produzenten unserer eigenen Entwicklung, wie ich schon gesagt habe, eben das Produktive, sondern wir sind es dauerhaft. Und jetzt könnte man vielleicht noch sagen, innerhalb der Kindheit und Jugend sind diese Entwicklungsaufgaben relativ schematisch und auch zielgerichtet. Also man lernt erstmal sprechen, gehen und so weiter. Ja? Und später wird der Part der Selbstorganisation immer größer, immer wesentlicher mit dem Alter. Dann geht es um andere Aspekte. Wenn man erstmal laufen kann und wenn man erstmal sprechen kann, dann kann man sich mit den interessanten Dingen beschäftigen. Und um diese Selbstorganisation zu leisten, braucht man grundlegende Fähigkeiten. Also eben nicht nur sprechen und laufen, sondern sensorische, motorische, ganz im Allgemeinen affektive, kognitive, interaktive Fähigkeiten. Und jeder dieser Vorgänge, die eben durch Aneignung und Auseinandersetzung dann erweitert und weiterentwickelt werden, entwickelt diese Fähigkeiten wiederum weiter. Das heißt also, irgendwann kommen Sie auf die Idee, ich würde gerne Klavier spielen lernen. Dann lernen Sie Klavier spielen. Und die Fähigkeit, Klavier spielen zu können, ermöglicht wiederum neue sensorische, motorische Fähigkeiten, die Sie wiederum dann vielleicht auf weitere Ideen bringt. Das heißt also, all das meine ich damit, wenn ich sage, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was lebenslang besteht. Und damit kommen wir schon zur siebten These. Das reflektierte Selbstbild ist Voraussetzung für die Fähigkeit zur ständigen Abstimmung der Verarbeitungsfähigkeiten. Also ein reflektiertes Selbstbild und die Entwicklung einer Ich-Identität, nennt er es, sind die Voraussetzung für das handlungsfähige Subjekt. Man könnte auch sagen, gesellschaftlich handlungsfähiges Subjekt, was da im Prinzip dasselbe ist. Und eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Und dieses Selbstbild ist erstmal eine innere Konzeption der Gesamtheit der Einstellungen, Bewertungen, Einschätzungen, die ein Mensch unter Berücksichtigung seiner eigenen Handlungsmöglichkeiten innerhalb dieser äußeren Realität, nämlich der Umwelt, besitzt. Und wenn ein Mensch dann noch die Grundbedingungen seiner inneren Realität kennt, realistisch einschätzen kann, sensibel damit umgeht, ist die Grundlage und Ausprägung eines stabilen und zuversichtlichen Selbstvertrauens eigentlich gesichert. Das ist sozusagen die Idee dieser siebten These. Und dann wäre aber die Frage, ist die Herstellung des gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts eine pädagogische Aufgabe? Oder wessen Aufgabe ist es eigentlich? Und da finde ich ein ganz schöner, also das vielleicht zum Nachdenken für den Nachhauseweg beziehungsweise für den Weg in die nächste Vorlesung oder in das nächste Seminar. Ist es das pädagogische Handeln gegenüber der Sozialisation ohnmächtig oder ist die pädagogische Einwirkung selbst nur Teil der Sozialisation? Das ist eine Frage, die Werner Helfswa mal in Anlehnung an Richter gestellt hat. Und ich finde, das zeigt eigentlich genau das, womit wir uns gerade beschäftigt haben. Also inwiefern ist das, was wir als Sozialisation beschreiben, etwas, was uns passiert, was uns widerfährt und ja, ein gewisser Teil bestimmt. Ne? Die Familien, die sie hineingeboren wurden, konnten sich nicht aussuchen. Dann die ersten Freundinnen und Freunde vielleicht auch nicht, die haben sie entsprechend geprägt. Aber vieles, was danach kam, konnten sie entsprechend beeinflussen. Und jetzt gehören sie zu denjenigen, die künftig Kinder und Jugendliche
beeinflussen werden und sich wahrscheinlich immer wieder mit der Frage beschäftigen, was können wir eigentlich als Pädagoginnen und Pädagogen, als Lehrerinnen, als Lehrer, was können wir eigentlich erreichen, was können wir eigentlich mitgeben, welche Möglichkeiten haben wir und welche Möglichkeiten haben wir tatsächlich nicht. Also das ist sogar noch etwas mehr als die Frage nur, inwiefern ist pädagogisches Handeln Teil der Sozialisation oder nicht. Und wenn man dann nochmal sich an die Aussage aus der vierten These erinnert, sondern Sozialisation ist begrifflich zu fassen als Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt erinnert. Na, und dann ging es weiter, vorrangig thematisch dabei ist, wie sich der Mensch zum handlungsfähigen Subjekt entwickelt. Dann ist natürlich die Frage, was sind denn die Dinge, außer jetzt ihren Eltern und Freundinnen und Freunden, die uns geprägt haben. Und da glaube ich, vielleicht jetzt nicht unbedingt diese etwas provokant gewählten Bilder, aber vielleicht andere, die sie entsprechend auch mitgeprägt haben, die sie, man könnte es auch sagen, mit erzogen haben, Medien, Filme, Musik, Posts, inspirierende, tolle Bücher und was ihnen sonst noch so einfällt. Und um all das geht es, wenn wir uns in der nächsten Veranstaltung dann wiedersehen und wenn es um die gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung geht. Aber nächste Woche erstmal wieder treffen wir uns online zur Austauschveranstaltung. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Restmittwoch, eine gute Woche noch und bis nächste Woche. Machen Sie es gut.